Moin Jungs, AT hier und willkommen zur 15. Folge meines Nostalgie-Minecraft-Projekts. In der letzten Folge haben wir hier diesen sehr interessant gemachten Weg gemacht. Und ich weiß zwar noch nicht, wie wir das Haus irgendwann mal damit verbinden, aber das ist auch im Moment nicht die Priority. Weil ich da echt überhaupt keinen Plan habe, habe ich mir da auch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir allerdings Gedanken drüber gemacht, dass wir nur noch 4 Kartoffeln haben und das war's. Sonst haben wir, glaube ich, gar kein Essen mehr. Na doch, ein bisschen Brote noch, weil wir die geplündert haben. Aber ansonsten haben wir gar nichts mehr. Und das ist natürlich nicht gut. Auf mehreren Ebenen. Und deswegen werden wir... Na, die Erde brauche ich. Deswegen werden wir heute... Erstmal gucken, ob ich noch Sugarcane hier irgendwo hin tun kann. Nee, kann ich nicht. Ja gut, hier könnte ich es hinmachen. Gut, dann ich pack's einfach mal hier unten hin. Einfach damit es mal wächst, weil wir brauchen das natürlich später auch für Bücher. Habe ich mich auch noch nicht drum gekümmert. Wir werden heute eine Farm bauen. Das ist wahrscheinlich long overdue. Aber besser spät als nie. So, was für Holz nehmen wir? Irgendwo hatten wir doch noch... Oder habe ich das zu Sticks gemacht? Ja, ich glaube, ich habe es zu Sticks gemacht. Lost. Gut. Machen wir das mal so. Scheiße, wie macht man nochmal einen Zaun? Oh nö, sag mir nicht, ich habe jetzt auch das ganze Holz gewastet. Hier, wie geht das? Du Scheiße, warum so teuer? Als ob so teuer. Okay. So. Oh, es passt sogar. Okay, geil. Gut. Das reicht. Und das hatte ich in einer von den letzten Folgen mal angesprochen. Ich habe echt keine Ahnung von Minecraft, fällt mir gerade mal auf. Oder nur von Rezepten, die 30 Jahre alt sind. Das kann natürlich auch sein. Ich hatte das in einer der letzten Folgen, ich glaube in der... Okay, was heißt letzten Folge? In der 7. oder 8., wo wir aus der anderen Stadt wiederkamen. Nee, das war später. Hatte ich angesprochen, dass ich gerne hier diese Flatlands dafür gern nutzen würde. Einfach aus dem Grund, dass hier eh die ganzen Viecher sind und ich keinen Bock habe, die rüber zu zerren. Jetzt die Erde nicht mitgenommen. Ich fürchte es fast. So, ich muss zwar ein bisschen hier Schönheits... Scheiße, ich habe das echt nicht mitgenommen. Egal. Also, wir fangen mal an. Und zwar... Hier. 4, 5, 6, 7, 8. Wir machen 8. 2, 3, 4, 5, 6. Nein, Kuh, geh auf die andere Seite. Wie viel habe ich jetzt? 6, 7, 8. Wir machen 8 mal 8. Einfach, damit es genormt ist. Kuh, wie wär's, wenn du da... Du bist so eine blöde Kuh. Walla, das war kein Wortwitz. So. So geht's. Kuh, geh da rein. Hopp. Ich hab natürlich auch wieder nichts für die, ne? Guck, wie nervig das wäre, wenn ich das jetzt bis zu uns machen müsste. So, du blöde Sau, du bleibst jetzt da drin. Wäre jetzt schon genervt von denen. Und von diesem Gras. Nö, muss ich gar nicht beschweren, da kommen gleich noch weitere. So, ich bräuchte noch eins für Schafe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also dieses Gras will mich komplett verarschen, glaube ich. Das nimmt mich einfach hops. Hier sind noch 2 Kühe auf jeden Fall, da ist ein Schaf. Also, Kuh, Schaf, Schwein. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alter, dieses Gras, das will mich echt verarschen. Ich hätte gedacht, wir haben viel zu viel Zäune. Aber scheinbar nicht. Schaf, wenn du genau da stehen bleibst, würdest du mir sehr helfen.
Oh, es ist ein Ehrenschaf. Nein, 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 nein! Schaf! Hallo! Komm zurück! Du warst so gut. Guckst du hier drauf? Ne, guckst du nicht. Okay. Schade. Also, Kuh, Schwein, Schaf, Huhn. Reicht eigentlich. Es ist so... Das sind so die einzigen Viecher, die wir brauchen. Mach mal hier den Eingang. Ich glaube, ich mache auch bald mal einen Zweier-Eingang. Aber ist jetzt erstmal nur provisorisch, damit wir überhaupt irgendwas haben. Machen wir noch auf, weil wir müssen die ganzen Bastarde ja jetzt auch noch da reinlocken. Komm, weißt du was? Guck mal hier. Guck mal hier. Geh mal da rein. Und dann schleuse ich dich gleich rüber zu deinem Kumpel, okay? Das sah gerade ziemlich komisch aus, aber... So. Bleib einfach da drin und halt's Maul. Okay, ich brauche Weizen. Das geht so nicht. Womit lockt man Schafe an? Mit Karotten? Mit Kartoffeln? Wir haben auf jeden Fall beides. Ne, Karotten haben wir, glaube ich, nicht mehr. Die habe ich, glaube ich, in der Höhle alle gefressen. Scheiße. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe es gedacht. So, wir haben auch nichts mehr zu essen. Nur noch ein paar Brote. Okay, was heißt nichts mehr? Wir haben fast noch ein Stack Brote. Oh, und wir haben Rotten Flesh. Ja, danke dafür. Das will auch keiner haben. Das ist auch eine Erfindung, wo du dich so fragst, so, warum haben die das in dieses Spiel gepackt? Potato, Weizen, Samen, das Ei können wir schon mal mitnehmen. Hilft uns ja vielleicht. So, ich nehme mal hier. Ah, wir hatten auch noch Baked Potatoes. Da ist ein Delfin. Moin. Ich finde Delfine supi. Das ist wieder eine Erfindung in diesem Spiel. Erfindung. Moin. Wie heißt es? Keine Erfindung, sondern eine Neuerung in dem Spiel, die ich echt cool finde. Weil die Ozeane und so weiter, das war ja echt leer. Bis sie da mal was gemacht haben. Vielleicht kann man die auch damit... Keine Ahnung. Ich nehme mal einfach alles mit. Weil ich keinen Blassen habe, was ich brauche. Karotten haben wir tatsächlich nicht. Aber ich weiß, wer Karotten hat. Und zwar meine Bros. Meine Bros in der Stadt. Bauen wir da einfach bei denen ein bisschen. Hier vorne. Das ist natürlich ideal. Außer, dass hier keine Karotten sind. Das ist natürlich nicht ideal. Nein, das war im anderen. Das war in der anderen Stadt. Oder? Ich meine, die haben hier noch irgendwo ein Feld, aber die haben keine... No, die haben keine Karotten. Was für doofe. Okay. Wir können theoretisch auch noch zu der anderen Stadt gehen, die habe ich hier nicht abgerissen. Und von unserem Feld ist die auch gar nicht so weit weg. Also ja, ich kann verstehen, wenn ihr jetzt sagt, aber dieses Feld ist übel weit weg von deinem Haus. Wahrscheinlich laden die Chunks auch gar nicht bis dahin. Aber ich habe auch gerade nichts, wo ich, Ja, geh doch! So, dann ist hier halt das Kuhgehege. Ja, auch egal. Kuh, 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 Kuh. Kuh, komm her. Kuh, hier. Komm her. Komm her. Ja, komm. Komm. Ich muss es natürlich jetzt irgendwie so schaffen, dass die Bastarde mir nicht abhauen. Deswegen locke ich die mal bis hier drüben. Ja, komm. Komm. Komm, Betsy. Sehr gut. Und jetzt? Komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Nein, Betsy. Hallo. Komm her jetzt. Okay, das war vielleicht ein Fehler. Dass die Peter sieht. Betsy, jetzt komm doch bitte. I outsmarted the cows. Nicht, dass das jetzt irgendwie was ist, worauf man stolz sein sollte. Das ist ja wohl das Mindeste. Ich leuchte das hier auch mal aus. Wir können auf jeden Fall unsere Getreidefarm oder was bei uns in der Nähe machen. Aber so die Viecher habe ich echt keine Lust mitzuschleppen. So, wo? Da ist ein Schaf. Schaf,
Was isst du? Sag mal bitte, was du isst. Isst du Kartoffeln? Nein. Isst du Samen? Nein. Isst du Weizen? Ja, du isst Weizen. Okay, hätte ich nicht gedacht. Wird schon wieder viel zu dunkel. Komm, Schaf. Komm. So. Hier vorne war noch ein Schaf. Das will ich noch holen. Dann gehen wir rüber, weil wir müssen pennen. Da ist kein Schaf. Schaf, komm. Komm. Wer kennt's? Einmal in die Kommentare schreiben. Komm. Das weiß auf jeden Fall Ehrenmann. Die hier einfach keine Gegner spawnen. So. Make sweet love. Yay, wir haben ein Babyschaf. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde es jetzt nicht extra sagen. Warte mal, ich mach mal hier noch in die Mitte eine Fackel. Eine Babykuh. Yay. So, Hühner und Schweine mache ich, sobald es wieder hell ist. Ich weiß auch gar nicht, ob hier ein Schwein irgendwo ist. Außer mir. Alter, das klang echt gut. Dafür, dass das jetzt so improvisiert war. Lol. Als ob das so gut geklappt hat. Wie geil. So ein bisschen eklig zwar, aber... Es ist so dunkel, ich sehe selber nichts. Weil es auch draußen gerade wieder so hell ist. Also das ist zwar was Gutes, aber... Es hilft mir halt gerade nicht. Ich sehe gefühlt gar nichts. Ich will gar nicht wissen, wie es für euch gerade ist. Das Gamma hochstellen bringt halt nichts, wenn du einen Shader hast. So. Rein ins Bett. Ich weiß noch nicht, wo wir die Getreidefarm hinbauen. Das Gute ist, das meiste können wir uns ja klauen von der... vom Dorf. Oder von den Dörfern. Ich nehme mal hier die Kiste mit. Und pack da so die Sachen rein, die wir zum Vermehren brauchen. Ich glaube, die Schweine brauchen, Karotten. Ja. Wir haben keine Karotten. Seit wann haben die Spinnen diese Beine so? Das ist ja voll ekelhaft. Huhn. Komm mit, Huhn. Komm. Ich fühle mich richtig bescheuert, weil ich so mit den nicht mal echten Tieren spreche. Komm schon, Huhn. Komm. Weiter von der Tür weg. Gutes Huhn. Okay. Ich meine, wir brauchen ja theoretisch nur von jedem zwei. Deswegen, das ist nicht mal so schwer. Ist ja noch übel weit. Hier war ich ja überhaupt noch nicht. Das ist ja voll geil. Das sieht ja cool aus. Da muss ich auf jeden Fall später irgendwie was machen. So ein Schrein oder sowas auf diese kleine Insel bauen, das sieht ja voll cool aus. An den Pferden habe ich jetzt nicht so Interesse. Sage ich mal noch dazu. Weil man braucht nur ein Pferd und dann... Scheiße, hier ist nichts gewachsen. Aber zwei Golems. Und die jieten gerade den Enderman. Aber das sind Schweine. Das bringt mir aber nichts, weil hier keine... Ach, Bro, als ob... Kannst du auch was pflanzen, oder? Na, da sind Schweine. Super. Das bringt mir aber nichts. Weil hier keine Karotten sind. Und wir keine Möglichkeit... Ach, halt's mal. Schwein! Komm doch mit. Nimm mal so eine Glocke mit. Die finde ich cool. Das war jetzt witzig. Dass jetzt genau in der Sekunde mein Timer läutet. Habt ihr was? Nein. Unbrauchbar seid ihr. Wirklich. Unbrauchbar. Ja, scheiße. Wie kriege ich jetzt die Schweine darüber? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, auf jeden Fall.
Ja, gucken wir mal in der nächsten Folge, wie wir das jetzt mit den Schweinen machen. Jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.